Heute zeige ich euch, wie ihr einfach und schnell diese leckeren und knusprigen Nudelnester zubereiten könnt. Viel Spaß dabei! Für ungefähr 8 Nudelnester braucht ihr dünne Spaghetti, Kräuterfrischkäse, Streukäse eurer Wahl, Kirschtomaten, ein Ei, Salz, Pfeffer und optional noch weitere Gewürze wie Schnittlauch, diverse Kräuter oder Chiliflocken. Zuerst kocht ihr eure Spaghetti in reichlich Salzwasser nach Packungsanleitung und lasst diese abkühlen. Im nächsten Schritt gebt ihr 150 Gramm Kräuterfrischkäse in eine Schüssel und vermengt diesen mit einem Ei der Größe M. Im nächsten Schritt wird dann alles gut gewürzt, beispielsweise mit Salz, Pfeffer, euren Kräutern und ich habe hier auch noch ein bisschen Chiliflocken dazugegeben und dann wird alles kräftig verrührt. Zwischendurch könnt ihr das Ganze auch immer mal wieder abschmecken. Im nächsten Schritt könnt ihr dann 10 Kirschtomaten vierteln oder halbieren, je nachdem wie groß ihr die Tomatenstücke haben möchtet. Anschließend formt ihr die abgekühlten Nudeln zu so kleinen Nestern und legt diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Rost. Wenn ihr mit den hier angegebenen Mengenangaben arbeitet, dann sollten dabei etwa 8 Nudelnester rauskommen. Im nächsten Schritt könnt ihr dann die Frischkäse-Ei-Kräutermischung auf alle Nudelnester gleichmäßig verteilen. Dann könnt ihr die Nester je nach Größe mit jeweils 3 bis 4 Tomaten belegen. Achtet darauf, dass die Tomaten wirklich gut in die Nester eingedrückt sind, damit sie später nicht runterfallen. Im letzten Schritt könnt ihr die Nudelnester dann mit eurem Lieblingskäse bestreuen und diese dann im heißen Ofen bei etwa 220 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene etwa 15 bis 20 Minuten hellbraun überbacken. Und dann sind eure knusprigen Nudelnester auch schon fertig. Die Zubereitung ist wirklich super einfach und geht auch relativ schnell und man hat wirklich ohne viel Aufwand einen super leckeren Snack für zwischendurch, für die Schule oder Uni oder auch für die nächste Party. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Hier kommt ihr jetzt noch zu weiteren Snack-Ideen von mir und einem anderen Video und auf dem runden Kreis könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Bis dahin, tschüss!